Aro wurde gebadet. Jo. Kleiner Exkurs in Hundepflege. Moin Moin, ich stehe so ein bisschen schief, weil sonst kommt Aro nicht ins Bild. Aro ist bei Ellie auf dem Groomertisch und wurde gerade gebadet. Wir haben natürlich den Vorteil, auf dem Hundeplatz können wir das draußen machen. Wenn ihr das im Bad macht, dann ist natürlich ein bisschen mehr nass und ein bisschen mehr dreckig. Ellie zeigt euch gerade, wie getrocknet wird. So, man trocknet erstmal vor mit dem Handtuch, wenn man dann so einen Hund hat wie Aro, der relativ ruhig dabei ist. Na, komm, kriegt ein paar Leckerli. Dann ist auch er bestechlich, ist ein Labi mit drin, also dann klappt das. Dann kommt gleich noch der Föhn zum Einsatz. Oh, ja, danke schön, hast du gut gemacht, das ist super. Dann gibt es noch eine Ohrenkontrolle und eine Augenkontrolle. Die Zähne guckt man mal nach, die Krallen guckt man nach. Krallenvideo, wisst ihr, letzte Woche. Ich helfe Ellie ein bisschen, wenn sie alleine ist oder ihr alleine seid, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann gebt ihr was richtig Großes zu kauen. Dann halten die auch Stille und ey, lass mal meine Hand ran. Du bist voll gesabbert. Ne? Meine Güte, ey. Ja, dann sabbert die andere auch noch voll. So ist es. Hundewäsche, viel Arbeit, oder Ellie? Aber macht Spaß. Macht Spaß, da siehst du. Ich liebe meinen Job. Super. Danke. Komm, Aro. Jetzt wird's schwierig. Jetzt kommt der Groomer-Föhn zum Einsatz, ist ein Monstrum. Der macht richtig Krach. Und los geht er. Also ich hoffe, ihr versteht mich noch einigermaßen. Da müsst ihr den Hund natürlich sehr dran gewöhnen, dass er sowas mitmacht. Aro kennt das auch schon, deswegen funktioniert das einigermaßen. Gut macht er das. Ich helfe mal wieder. Ja. Okay. Jo, zur Hundepflege gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Auch die Ohren müssen sauber gemacht werden, jedenfalls von vorne. Das ist eine Ohrenspülung. Das mag er nicht so besonders. Das macht man rein, massiert ein bisschen, lässt das kurz drin und dann schüttelt er es meistens raus und dann die Ohren ein bisschen sauber machen damit. Ja, da hat er es geschüttelt. Ja. Hier nochmal die Ohren richtig sauber machen nochmal, aber nur von außen, kein Wattestäbchen da rein. Die Hundeohren haben anderen Gehörgang als wir, damit könnt ihr ihn wirklich verletzen. Also nur warmes Wasser, lauwarmes Wasser, bisschen auswischen, fertig. Ohrspülung ab und zu mal bei den Schlappohren ganz wichtig. Da können sich immer mal ein bisschen Bakterien und so festsetzen, Schmutz. Na? Dann macht man immer noch mal eine Zahnkontrolle, ob Zahnstein ist. Kurz mal nachsehen. Ja, alles gut. Schöne Zähne hast du, Aro. Ja, klasse. Die Augen auch noch mal kontrollieren, dass man so einmal kurz mal runterdrückt, ob die Schleimhäute in Ordnung sind. Ja, super machst du das. Bei den Zähnen, bei der Zahnkontrolle könnt ihr auch noch mal leicht auf das Zahnfleisch drücken. Ja, wenn das Zahnfleisch dann rosa, schön rosa ist, man drückt einmal rauf. So, und wartet kurz, ist es gleich wieder rosa, ist der Hund gesund. Das wird kurz weiß, dann wird es gleich wieder rosa, Hund fit, alles gut. Danke, Aro, super hast du das gemacht. Komm, kriegst du noch ein Leckerli. Ja, komm hier. Komm, da kriegst du mal ein Leckerli. Ja, gut, wieder die ganze Hand voll gesabbert. Oh, ja, nochmal, mach richtig sauber, genau. Dankeschön.